So gut, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Ja Leute, mal weiter an der Stelle. Ich war schon mal in Sanctuary gewesen und habe erstmal wieder alles aufgeräumt, habe die Rüstung hier von der Kate repariert. War ein krasser Kampf auf jeden Fall gewesen gegen diesen Wachbond. Ne? Und auch sehr interessant mit der Kate. Also wir verstehen uns mittlerweile richtig gut mit der Alten. Ich bin jetzt sogar schon am Überlegen, ob wir nicht bald doch jetzt mal Diamond City machen wollen, um die Narben zu entfernen und vielleicht mal zum Friseur zu machen. Ich meine, mittlerweile sind wir ein bisschen kampferprobter und so und kriegen jetzt nicht jedes Mal wieder eine Narbe. Das wäre das eigentlich mal eine Möglichkeit. Wollen wir das jetzt machen? Ihr wisst was, ich glaube, ich mache das einfach mal. Wir machen mal Diamond City und dann machen wir aber direkt dann weiter hier erstmal die Richtung hier wollen wir, glaube ich. Ja. Wollen wir erstmal dahin laufen. Lass das mal dahin laufen mit Diamond City, das machen wir dann später noch. Lass das mal jetzt hier weiter schauen. Aber irgendwie würde es ja jetzt langsam Sinn machen. Wir sind ein bisschen kampferprobter. Ist da hinten ein Vault? Ich sehe leider gar nichts wegen diesem komischen. Ja, es ist so ein bisschen giesig. Giesig? So ein bisschen nebelig. Es scheint auf jeden Fall ein Vault zu sein, Leute. Und hier sind noch Gegner. Akresotron. Ach du Scheiße. Okay. Kate? Psst. Sag, was du brauchst und ich kann ich helfen? Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Alles klar. Ich muss ein bisschen mit meiner Sniper aufpassen, ne? So, okay, und rein hier. Das könnte jetzt interessant werden, aber das scheint ein Vault zu sein, Leute. Ein bewachtes Vault. Und außerdem ist er ein Legendary Gegner und das bedeutet wieder schöne Items und so. So, na alles klar. Und was soll ich tragen? Ich habe dir doch gute Ausrüstung gegeben. Ach ja. Hey. Ja? Und? Ich habe jetzt für sie auch eine ordentliche Pistole endlich mal. Ich habe ihr 200 Schuss gegeben. Und, wo sind die jetzt? Hier, genau. Das ist die beste Pistole, die ich momentan habe. Gib mir hier einfach jetzt mal. So, okay. So, warte mal eben. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Jo, ich hätte mal gerne noch bitte die Minigun. Ich weiß nicht, die Fetten, wie viel Schuss haben wir denn? 13. Die wollte ich jetzt aber erstmal noch ungern raushauen. Wir können sie einpacken, für den Fall. Raketenwerfer hätte ich auch gerne noch. Und? So, die Frage ist jetzt nur, ob wir uns hier vielleicht eine bessere Position suchen wollen. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwie von hinten überraschen können oder so. Ey, das sind richtig böse viele, sind das. Das ist übel, das wird richtig übel. Ich versuche mal irgendwie da hochzukommen. Mal sehen, ob es mir gelingt, Leute. Wir werden es ja sehen. Das wird jetzt hier alles ein bisschen besser geplant sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vault. Definitiv. Also hier hätten wir ganz gut Deckung. Ich glaube, ich komme hier sogar hoch, so wie es aussieht. Okay, gehen wir wieder hier raus. Weiter. Okay, ich glaube, wir können die von hinten sogar angreifen. Okay, ich wechsle mal schnell auf Scharfschützengewehr. Jetzt müssen wir eigentlich gleich die Leute sehen, denke ich. Kann auch sein, dass ich gerade ein bisschen übervorsichtig bin, aber ich kenne die Gegner nicht. Vor allem diese komischen Roboter nicht. So. Okay. Ach, ich mache halt überhaupt keinen Schaden an denen. Wie sieht's denn hiermit aus? Okay, Alter, pass bitte auf. Pass bitte auf. Okay, hiermit würde ich mehr Schaden machen. Und Kopfschießen bringt überhaupt nichts, wie es aussieht. Also man sollte hier... Ich werde wahrscheinlich auf die Beine ballern oder auf dem Tor. So, das bringt am meisten.
Muss überlegen, wir kriegen gerade den Sneak-Bonus, ne? Das ist schon ziemlich heftig. So, ich würde erstmal versuchen, den Legendary wegzubekommen. Also, los geht's. Der Roboter bewegt sich. Aha. Wow, da hat der Fatman! Der hat eine Fatman! Und er ist mutiert. Stimmt, der war ja noch gar nicht mutiert gewesen. So, ich nehme Raketenwerfer. Minigun wäre auch eine Barriere da. Ich nehme erstmal Raketenwerfer. Wow. Der hat mich, glaube ich, voll mit der Fatman getroffen. Alter. Okay. Nächster Versuch. Ich bin fast am Überlegen, ob ich mit der Fatman reinschieße, wenn die alle auf einem Haufen stehen. Ich glaube, das wäre die schlauste Idee. Das ist ja übel. Ich glaube, ich baller mit der Fatman rein. Weil die nehmen auch kaum Schaden und so. Also wir probieren es noch einmal und ansonsten nehme ich die Fatman. Dieses ganze Rumgelaufen macht mich müde. Ja. Ich nehme nochmal Scharfschützengewehr. Oh nee, ich baller mit Raketenwerfer drauf. Wir haben nämlich schon einige Raketen. Also. Aber ich würde natürlich, hätte es gern, dass die auf einem Haufen stehen. Das wäre geiler. So, jetzt vielleicht. Achtung, und Feuer. Gleich nachladen. Oh, die Atmung ist so krass, wie es kaum Schaden macht. Ah! Ich muss das mit der Fatman probieren. So, Leute, okay, wir probieren es jetzt mit der Fatman. Es geht jetzt nicht anders. Also, wir warten mal noch, bis sie ein bisschen zusammenstehen. Position ist eigentlich nicht verkehrt. Wo ist die andere? Okay, jetzt ist gut. Achtung und Feuer. Und nachladen direkt. Weiter, nachladen. Schneller. Ah, lass ich mir viel Leben. Okay, Waffe wechseln. Ganz ruhig. Raketenwerfer. Er hat nicht mehr viel. Einfach auf dem Torso drauf. Nee, einmal reicht, hoffe ich. Nice, Leute. Okay, das haben wir hinbekommen. Aber ich glaube, das war noch nicht alles gewesen. Zwei Dinger mit der Fatman waren nötig. Es haben beide Schüsse getroffen und trotzdem hat er nur noch Leben. Das war notwendig gewesen. So, oh Leute, ich bin aufgeregt. Wir wechseln. Auf unsere Laserwaffe würde ich vorschlagen. Sind hier noch welche? Ja, laut Karte sind da noch mindestens zwei Gegner. Ich mach's mal quicksafe, Leute. So, Vault 95 ist das hier. Okay. Wo sind die denn jetzt? Hier sind welche. Alter, auf dem Torso. Das ist krass, was die aushalten. Das ist so übel. Na. Alter. What the hell? Krieg ich mal kaum Schaden so. Ah. Hör auf damit, ich kann nichts machen, Leute. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, ist down. Alter, das sind doch so kranke Viecher. Ja, meine nette Sachen dabei. So, Stimpack. So, hier unten sind noch mindestens drei Gegner. Irgendwo hier oben. Ich will jetzt hier nicht runterspringen, wenn die noch hier oben rumrennen. Ich glaube, ich werde es jetzt trotzdem machen. Die sind wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wird nicht angezeigt. Die sind wahrscheinlich unter uns. Ist das übel. So, nehmen wir das mit. Die sind hier unten irgendwo, oder? Da. Ganz richtig gut. Okay, der ist nicht so das Problem, denke ich. Ich muss mal Kamera wechseln. So, drück mal bitte. Ja. Okay, ist down. Und jetzt sehe ich erstmal keinen roten Punkt mehr. Okay, Leute, haben wir irgendwie hinbekommen. Ich war jetzt auch ein bisschen irritiert, weil ich die ganze Zeit zu den Person rumgerannt bin. Gerade gegen den Roboter. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich 50% schneller auf, Alter. Wisst ihr, wie böse das ist?
Weil wir auch im VATS können wir ja First Strike machen mit dem Fatman und auf kritischen Treffer gehen. Scheiße, das hätte ich mal machen sollen. Das wäre eigentlich ganz schlau gewesen. Aber mache ich das nächste Mal dann. Richtig nett. Richtig böse nett, Alter. So, Kampfrüstung. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Die nehmen wir mal noch mit hier. Ist das übel. Aber wir haben hier gut aufgeräumt. Wir haben gut aufgeräumt. So hätte ich mir halt eine Atombombe sparen können, aber egal. Alles cool, alles cool. Also, okay. Wir looten mal noch alles. Oh, das war cool gewesen. Der legendäre Fatman mit einem super krassen Bonus, was auch super zu unseren Perks passt, weil wir ja noch extrem auf kritische Treffer gehen. Da können wir richtig böse, fette Gegner weghauen, wenn wir das richtig und ordentlich anstellen. Ach, das sind doch normale... Das waren doch irgendwelche Puppen. What? 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 Hier ist auch noch ein Gegner. Ey, das Ding ist richtig gut bewacht, ey. Na los. Oh, triff doch mal bitte. Okay, let's go. Schieß einfach mal hier hin. Ruftaste. So. Okay, meine Güte. Dann lass mal hier reinmachen, hm? Ich fühle mich ein bisschen unwohl dabei. Sehr, sehr, sehr interessant werden. Oh, bist du von oben reingesprungen, oder was? Krasse Aktion. Okay. Ah, nice, da kriegt man sogar Kristalle dafür. Ich glaube, da sind aber noch mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch der eine ist. So gut, Leute, greifen wir das mal an. Oh nein, ich hätte nachladen sollen. Und dann. Ich hab nicht mal getroffen, oder was? Okay. Lass mal drauf, weil die wird ja noch mutieren. Jetzt. Okay, ruh. Zeig dich. Ja. Also auf jeden Fall. Ganz ruhig. Oh nein, da kommt wieder so ein... Okay, wir killen die jetzt erstmal. Da kommt wieder so ein Roboter, die übelst sich aushalten. Da hinten ist er, da hinten ist er, da hinten ist er. Okay, erstmal auf den Torso, kritischer Schuss bitte. Jetzt hat ein bisschen was gebracht. Und nachladen. Wir müssen jetzt geduldig sein. Wir müssen geduldig sein. What? Die lebt ja immer noch. Ich dachte, ich habe die gekillt. Wollt ihr mich werfen? Hä? Hey? Gibt's doch gar nicht. Die hält sich immer wieder hoch, oder? Okay, sie ist down. Okay, das hast du gut gemacht. Ganz ruhig. Aber jetzt kommen hier immer mehr und mehr und mehr. Jetzt richtig viele. Ganz ruhig.
Zeig dich. Zeig dich! Wo, was geht denn hier ab, Leute? Wie geil ist das denn bitte? Ja, Spaß macht's wirklich. So, da ist er. Okay, den kümmern wir erstmal. Ach du Scheiße, was ist denn da noch los? Gunner Mr. Gutsy? Es wird ja immer heftiger hier. Okay, erstmal den hier killen. Ja. Ganz ruhig, Leute, müssen geduldig bleiben. Okay, hätten wir. Ah, das sind richtig gute Erfahrungspunkte. Gefällt mir. Okay, hier ist noch irgendwo einer. Ach komm, wir machen jetzt so hier halt. So. Oh, wir machen die ganzen Schüsse hier. Maschinengewehrgeschütztoren. Das ist jetzt euer Ernst. Okay, hätten wir. So, hier sind noch drei Leute oder so. Und da hinten ist auch noch irgendwo einer. Okay, lass das mal gucken wegen dem Raider hier. Sintrüstung, Haar nicht legendär. Wow! Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit, wenn du 20% oder weniger Gesundheit hast. Strike, Leute. Was Wertvolles müssen wir doch dabei haben. Ja. Entdeckt und eliminiert. Kampfrüstung wieder. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Wobei, da können wir dann unser Dorf auch damit ausrüsten. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ey, es ist so cool auf dem Schwierigkeitsgrad. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern nicht viel mehr auf die Fresse bekomme. So, ich weiche erstmal. Also ich hoffe, das ist mit euch auch konform. Die Kämpfe gehen jetzt deutlich länger, wir kommen langsamer voran und so, aber ich finde es so deutlich cooler. Also mir macht so deutlich mehr Spaß. Problem mit schwarzem Gestell. Heißt es natürlich nicht, dass ich jetzt ewig auf diesem Schwierigkeitsgrad spiele. Wenn ich merke, es wird zu zäh, dann würde ich es auch wieder ein bisschen runter machen, aber ich finde es erstmal ziemlich geil. So. So, wir sind so schwer. Okay, komm mal her, meine liebe Kate. Psst. Hm? So, oh, es ist so nice. So, lass erstmal. Oh, allein die Fatman hier. Also wir haben schon richtig krassen Scheiß jetzt gefunden. Ja, Wert 60. Also es lohnt sich nicht so richtig, die aufzuheben, weil die wiegen einfach viel zu viel, die Teile. Aber egal. So. Ich glaube, sehr viel mehr kannst du dann eh nicht mehr tragen, oder? Jetzt passt das mal. So, wie gesagt, hier sind nur einige. Aber wir looten jetzt erstmal. Der hat nichts mehr. Kampfrüstung. Das waren zwei legendäre. Yes! Oh Leute, ich feiere das so. Wahrnehmung bringt uns, glaube ich, nicht so viel, weil das haben wir schon auf 10. Wobei, ich glaube, die Boni werden trotzdem dazu gerechnet. Aber Beweglichkeit haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir nehmen es einfach mal. Wir ziehen es gleich an. Ich glaube, aber ich kann es erst dann ziehen, wenn ich aus dem Rucksack. Aus dem Anzug raus bin. Ah, nicht hier drauf. Oh, es ist so cool, Leute. Weg mit der Drecksvieh. Ah. So. Ich feiere das so. Militäruniform. Ja, nehmen wir auch noch mit. Haben wir zwar schon, aber ich weiß nicht, ob die Boni auch unsere Dorfbewohner bekommen. Hier irgendwie zwei Beweglichkeit ist da, glaube ich, drauf oder so. Verdammt. Ist hier jemand mit einem Bulldozer durchgefahren? Ja, wir sind hier lang gelaufen, meine Gute. Ich feiere das. Das macht so Spaß. So gut, aber hier schaue ich mir jetzt natürlich alles ganz genau an zum Looten und so. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Vorsicht, ja, hier haben wir schon wieder gehört. So, hier ist aber erstmal nichts mehr. Okay, dann können wir weitermachen. Ich will nur mal probieren, ob ich die Rüstung schon anziehen kann. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das geht erst, wenn ich aus dem... da raus bin. So.
Ja, geht noch nicht. Aber richtig krasser Scheiß, Leute. Das wird uns richtig gut weiterhelfen, jetzt alles, was wir gefunden haben. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. So, Vorsicht. Benötigt Terminal. Das ist der Terminal. Meister. Okay, probier's mal, weil Meister kann ich nicht. Psst. Hoffentlich ist es das wert. Das Ding kann ich nicht hacken. Kriegst du das hin? Schau mal nach. Mhm. Geht nicht. Scheiße. Da sind wir beide wohl zu doof dafür. Das ist ärgerlich. Weil ich könnte es auf Meister, glaube ich, schon skillen, hacken. Aber da müsste ich erstmal Level up haben. So, meine liebe Kate. Aber mir kommen die ziemlich nützlich vor. Selbst ohne Anzug kommen die mir sehr, sehr nützlich vor, muss ich zugeben. So, Öl nehmen wir mit. Hier wird es auch noch nach unten gehen. Okay, wir checken erstmal oben alles. Sind das Granaten? Ich trinke mal eben was, Moment. Oh Leute, das ist so cool. Ja. Wow, da habe ich ja echt mal was gesehen hier. Das ist ja unglaublich, weil ich konnte das nicht mal mit dem VATS anwählen. Aber das Piepen kommt aus dem Spiel, ne? Ja. So, ich jetzt nicht duschen. In die Wohnbereiche. Nein, da bewegt er sich. Legt er sich pennen? Okay, jetzt schläfst du für immer. Boah, ist das böse. Hier nehmen wir alles mit. Das können wir alles gebrauchen. Klebeband, wunderbar. Ich habe übrigens also rausgefunden, diese 75% Beweglichkeit. Bei dieser einen Legendary Sniper, die wir gefunden haben. Das bedeutet nur, dass wenn wir anvisieren, 25% uns schneller bewegen. Aber was mit einer Sniper jetzt nicht so unfassbar nützlich ist, aber mit einer Schrodi oder so wäre das halt geil, den Bonus drauf zu haben. Obwohl, mit Schwarzen schnell habe ich jetzt genug, brauchen wir jetzt nicht noch mehr. Privates Terminal. So, mal gucken, ob da irgendwas Interessantes drin steht, werden sie sehen. Aber erstmal müssen wir es aufbekommen. Kannst du das nicht einfach machen? Hey, was gibt's denn? Moment. Noch meine Güte. Kate? Guck dir das an. Nö. Dankeschön, Kate. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ah, Skua könnte es sein. Ey, das O. Ja. Okay. Ihre Befehle, Beobachtungstagebuch. Alles gehört noch zum Walltech. So, und das ist ja wieder ganz interessant, weil wir da sehen, was für was dieses Vault gewesen ist. Ne? Stellen Sie sicher, dass sich alle Bewohner am Walltech-Rehabilitierungsprogramm beteiligen. Es ist von entscheidender Bedeutung für unsere Forschung, dass das Programm absolviert wird. Sie werden sich wie die anderen Bewohner verhalten. Das waren dann irgendwelche Eingeschleusten, die eigentlich zu Walltech gehört haben. Ihre falsche Identität sollten Sie inzwischen verinnerlicht haben, daher gehen wir hier nicht näher darauf ein. Sie arbeiten mit dem gewählten Aufseher zusammen, um Probleme bei der Einhaltung der Regeln zu lösen, ohne ihn über Ihren eigentlichen Auftrag zu informieren. Nach 5 Jahren verfolgen Sie ein neues Ziel. Sie öffnen das geheime Lager, das Ihnen während Ihrer Schulung gezeigt wurde. Lassen Sie die Bewohner die Camps aber selbst finden. Danach dokumentieren Sie die Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Das ist krass, Alter. Beobachtungstagebuch. Eintrag vom 23.
Heute sind die Bewohner und ich genau 5 Jahre im Vault 95. Das hier ist mein erster Eintrag. Das Vault-Tech Rehabilitierungsprogramm hat jedem der Bewohner geholfen, den Entzug zu überstehen. Oh, ist das gemein, Alter! Und danach haben die Drogen zur Verfügung gestellt. Und sich an das Leben im Vault gewöhnt. Ja, irgendwie so. Trotzdem war der Entzug natürlich eine große Herausforderung für einige der Testsubjekte. Unsere Hypothese war korrekt. Wenn es keine Alternative gibt, kann sich eine Person in jedem Fall erholen. Ich werde mich heute Nacht aus dem Zimmer schleichen, um das Lager mit den suchterregenden Substanzen zu öffnen, die seit 5 Jahren hier versteckt sind. Die Isolation scheint hilfreich zu sein, wenn suchterregende Reize fehlen. Jetzt wird sich zeigen, welche Auswirkungen diese Reize auf die Gesellschaft haben, die sich in den letzten 5 Jahren gebildet haben. Boah, das ist so unfassbar böse. Okay, das war das Ende der Einträge. Ist das gemein? Wenn ihr das Ding in den Drink einschenkt, bin ich schwer beeindruckt.